Wir wollen weitermachen mit dem Thema Regieren. Und da möchte ich euch vorlesen aus dem Johannesevangelium 10,10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Und das muss uns bewusst sein. Auf wessen Seite sind wir? Auf der Seite des Feindes oder auf der Seite des Herrn Jesus Christus? Wir sind auf der Seite dessen, der uns Leben bringt und das im Überfluss. Und da möchte ich jetzt weitermachen, oder vielleicht werde ich mich auch manchmal wiederholen, aber dann ist es auch nicht schlimm. Die Grundlage für unser Regieren ist der Sieg Jesu am Kreuz. Ihr Lieben, das sind nicht wir in unserer Autorität, sondern in der Autorität des Herrn Jesus Christus. Und da möchte ich noch einmal Kolosser 2 lesen. Kolosser 2, und da steht drinnen, 2 Vers 13, und folgende, ich fange schon mit 12 an, denn durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Ihr wurdet mit Christus begraben, aber ihr seid auch mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der Christus von den Toten auferstehen ließ. Früher wart ihr unbeschnitten, denn eure Schuld trennte euch von Gott. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise werden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Ihr Lieben, es heißt aber auch hier, lasst euch deshalb von niemandem von eurem Ziel abbringen. Schon gar nicht von solchen Leuten, die sich in falsch verstandener Demut gefallen, zu Engeln beten und sich dabei stolz auf ihre Visionen berufen. Ihr Lieben, wir müssen unser Vertrauen hundertprozentig auf den setzen, der uns alles teuer erkauft hat, Jesus Christus. Wir müssen uns auf sein Wort stellen, ganz gleich wie groß die Krise ist. Jesus ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und die drei Schlüssel, die wir besprechen werden, heute möchte ich noch ein bisschen zu dem ersten Schlüssel sagen. Und zwar ist der erste Schlüssel das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Ihr Lieben, da gibt es ganz, ganz viele Schriftstellen. Die könnt ihr euch ja selber auch heraussuchen. Aber oder wenn wir sehen, wie hat Jesus reagiert, als der Feind zu ihm kam. In Lukas 4, 1 bis 13, da heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste. So, wer führte den Herrn Jesus in die Wüste? Das war der Heilige Geist. Ich bin schon einige Male in einer Wüste gelandet und habe dann gebeten, habe gesagt, Herr, wo habe ich ein Warnsignal übersehen? Sagt er, du hast kein Warnsignal übersehen. Ich habe dich in die Wüste gelockt, damit ich mit dir freundlich sprechen kann. Und ihr Lieben, ich glaube, Gott hat die ganze Welt in eine Wüstenzeit gelockt, um freundlich mit uns zu sprechen, um uns wieder zurückzubringen zu ihm. Und wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte, und das tut er jetzt auch. Er bringt uns Botschaften, die verwirren, die machen uns Angst, die sind einfach entsetzlich. Aber während dieser ganzen Zeit aß er nichts, also Fasten ist dran, wir fasten sehr in Afrika, sodass er schließlich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn, und das ist immer dann, der Teufel stellt uns immer in Frage, wenn das wirklich so sein sollte, ja? Wenn du der Sohn Gottes bist, er stellt jetzt sein Gottsein in Frage. Verwandle doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, oder es steht geschrieben, die Menschen brauchen mehr als nur Brot zum Leben.
Da führte der Teufel ihn in die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und alle ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Und der Teufel hat die Wahrheit gesprochen. Denn Adam hat dem Teufel diese Rechte übergeben. Über die Macht, über die Länder und die Reichtümer dieser Welt. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, oder es ist geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm dienen. Da versetzte der Teufel ihn wieder nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier hinunter. Denn in der Schrift steht geschrieben, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte, in der Schrift steht auch, oder es steht geschrieben, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Als der Teufel aufgehört hat, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für einige Zeit. Ihr Lieben, der Teufel kennt die Schrift. Aber Jesus konnte jedem Angebot des Teufels ein Wort Gottes entgegenhalten, sodass der Feind weichen musste. Der Teufel wird immer das Wort Gottes zitieren und etwas verdrehen. Wir müssen sehr aufpassen. Auch in unserem Alltag ergeben sich Situationen, in denen wir uns abgelehnt fühlen, nicht geliebt, verleumdet und in denen wir uns bedroht sehen oder beraubt sehen. Und da ist immer mein Lieblingsvers, denn doch keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, wird es gelingen, mir zu schaden. Und wer mich vor Gericht verklagt, den werde ich widerlegen. Alle diese Dinge werden den Dienern des Herrn zugutekommen. Von mir wird ihre Rechtfertigung ausgehen, und zwar von Gott. Ich, der Herr, gebe darauf mein Wort. Ihr Lieben, wenn du ein Kind Gottes bist, dann kämpft der Vater für dich. Ich bete für alle meine Feinde, dass Gott mit ihnen barmherzig umgeht. Denn Gott liebt mich. Und wer mich angreift, der greift in den Augapfel Gottes. Und da bete ich sehr für meine Feinde, denn ich habe schon Schlimmes gesehen, was Gott denen angetan hat, die mir schaden wollten. Und seither bete ich um Barmherzigkeit. Und dann gibt es auch Situationen, wo wir uns beängstigt fühlen. Wirklich, die bedrohlich auf uns wirken. Und dann haben wir die Schriftstelle, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Davon lesen wir in 2. Timotheus 1,7. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Psalm 27,1. Also wir finden ganz viele Schriftstellen. Wir können uns aufs Wort Gottes stellen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, zu denen wir nur Amen sagen brauchen, auch kennen. Wenn wir Weisheit brauchen und Führung, lesen wir im Johannes 16,13. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. In alle Wahrheit. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Frage den Herrn immer wieder. Herr, was sind deine Absichten? Wie siehst du das? Ich rede dauernd mit Gott und habe auch ein Tagebuch, das ich mit ihm führe. Stell ihm dauernd Fragen. Und er gibt mir Antworten. Manchmal sagt er, noch nicht dran, aber ich werde es dir sagen. Dann im Psalm 138,8 lesen wir, der Herr wird alles zu einem guten Ende bringen. Herr, deine Gnade gilt für alle Zeit. Verlass mich nicht, denn du hast mich erschaffen. In Sprüche 3,5-6, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Ihr könnt auch noch andere Bibelstellen, schreibt sie euch auf. Psalm 119, 105, Johannes 10, 3-4 und Römer 12, 2. Wenn wir also Weisung und Führung brauchen, die Bibel ist voll. Immer wieder sagt er, fürchte euch nicht, fürchte dich nicht. Dann materielle Bedürfnisse. Wenn wir in Not sind, finanziell,
Da lesen wir im 2. Korinther 9,8. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Ich erlebe das permanent. Ihr Lieben, mein Konto ist dauernd im Minus. Aber ich vermisse nichts. Dann in Philipper 4,19. Mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Dann im Psalm 23,1. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Da muss ich euch eine nette Geschichte erzählen. Einer unserer Lehrer in der Volksschule hat den Kindern die Aufgabe gegeben, den Psalm 23 auswendig zu lernen. Und nach 2-3 Tagen hat er sie ausgefragt und einige Kinder haben den Psalm wunderbar zitiert. Und einer, der war ein bisschen schwach, und da hat er gesagt, Johnny, kannst du mir auch den Psalm 23 aufsagen? Sagt er auf Englisch, the Lord is my shepherd and I shall not want. Also es hieß, der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er hat gesagt, und mehr brauche ich nicht. Und den Rest hat er nicht auswendig gelernt. Dann im 2. Korinther 8,9, könnt ihr nachlesen, Psalm 37,4, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Also ich habe entdeckt, wenn ich meine Lust, obwohl ich geglaubt habe, dieses Wort passt nicht in die Bibel, aber ihr Lieben, wenn Jesus unser Zentrum ist, dann haben wir Lust an ihm, mehr noch als Freude, volle Erfüllung, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Auch Lukas 6,38 und Galater 3,13. Wenn wir Trost und Stärke brauchen, davon lesen wir Nehemia 8,10. Sei nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist deine Zuflucht. Freue dich am Herrn. Und Freude, ihr Lieben, ist nicht abhängig von den Umständen. Freude hängt damit zusammen, wie unsere Beziehung mit Gott ist. Denn im Englischen haben wir zwei Worte, joy and happiness. Happiness hängt davon ab, was ist happening. Aber Joy kommt aus uns, das Joy, J-O-Y, Jesus, others, yourself. Jesus, anderen, du selbst. In dieser Rangordnung, wenn wir in unserem Leben diese Beziehung pflegen, dann wird Freude ganz gleich durchbrechen, auch wenn wir traurig sind. Dann Psalm 59,10. Du, meine Stärke, dir singe ich Loblieder, denn du, Gott, bist meine Zuflucht. Herr, du zeigst mir deine Gnade. Jesaja 66,13. Gott spricht, ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Ihr Lieben, schaut euch noch an. Psalm 27,1 bis 2, Matthäus 5,4 und 1. Johannes 4,4. Also, wir sollen wirklich in diese Situationen hinein das Wort Gottes sprechen und uns auf Gott verlassen, dass er das tut, was er versprochen hat. Amen. Aber wir müssen aufpassen, wie wir unsere Zunge verwenden. Unsere Zunge kann Heilung bringen, aber auch große Verletzungen. Unsere Zunge kann ja töten. Es gibt Rufmord. Das ist nur mit der Zunge. Wir müssen sehr aufpassen über unsere Zunge und unsere Zunge dem Herrn weihen, damit er damit Leben freisetzen kann. Freude, Friede. Und du kannst über dich selbst, kannst du Positives sprechen. Es heißt im Wort Gottes, dass David sich selbst auferbaute mit dem Wort Gottes. Schreib dir Schriftstellen zusammen, die dich sehr ansprechen und zitiere sie jeden Tag. Und lass dein Herz nicht davon abweichen, zu glauben, dass Gott nicht lügen kann. Der Herr liebt dich und er hat ein gutes Werk in dir begonnen und er wird es auch vollenden. Shalom, Shalom.